Hallo, willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wir sind hier wieder bei unserer alten Homies, der Hutton Orbital Truckers. Aber nicht im Hutton Orbital, sondern der Boston Base in Barnards Stern. Und wir gucken mal, ob sie wieder eine wichtige Aufgabe für uns haben. Transport, was müssen wir dann transportieren? Oder irgendwas holen, das können wir auch. Irgendwas im gleichen System. Alpha Centauri. Geiseln. Nee, keine Ahnung. Wenn das irgendwo hin bei Hutton Orbital Light, dann haben wir verloren. So, wer will denn was? Moment. Reaktivrüstung, Waffen. 28 Millionen, das ist ein bisschen viel, das da. Das ist auch ein bisschen viel für uns. Künstliches Fleisch. Interessant. Leistungssteigerer. Ja, das gibt 5,6 Millionen. Das ist gar nicht nur schlecht. Fisch. Ja, da könnte man eventuell helfen. Investoren. Wieso brauchen Investoren Fisch? Party bestimmt. Reaktivrüstung. Nicht tödliche Waffen. Fisch. Oh, nochmal ohne. Das ist eine Gruppenmission. Keine Ahnung. Tja. Flussup, nö. Bergungseinsatz. Irgendwo. Was, wo es ins gleiche System geht. Hip. Halbblaser zu weit. Das könnte man aber eigentlich auch machen. Polymere. Aber mir mache lieber, glaube ich, mir. Oh, Lohmann. Nee. Nee, komm, wir gucken, ob man was liefert. Wird man das mal ein bisschen noch üben. 36 Einheiten Kriegswaffe. Tja. Nicht tödliche Waffen, 54. Das ist so, das könnte man mal holen. Tja. Drohungsstufe 8, oh Gott, ja. Weiche mal aus. So, egal. Kriegswaffen. Und wir brauchen nicht tödliche Waffen. Holen wir das doch noch, würde ich sagen. 54, das reicht. So. Jetzt brauchen wir das Zeug natürlich noch. Kriegswaffen und nicht tödliche Waffen. Wo gibt's denn das hier? Wir gucken nochmal. Was ist denn das? Legale Drogen? Nein, Mineralien, Nahrung ist es nicht. Waffen, nicht tödliche Waffen. So, die kriegen wir von, das ist jetzt ein Witz, Alpha Centauri. Luhmann 16, Pennington Barracks. In Lazail, in Gupta City. Das ist eine Station. Ja. Okay, Lakail 93,250. Und wo kriegen wir Kriegswaffen her? Vielleicht auch von dort. Fliegen wir dort mal hin. Gupta City. Das muss, hört sich nur einer Station an, oder? Weil ich drauf klicke. Das hat doch. Das nicht Gangmo. Nein, geht scheinbar nicht. Okay, Lakail. Moment, bin ich wieder hier? Nee, Moment. Produziert von. Ach so, hier. Hier war das. Gupta City. Ja, okay. Planen wir die Route dorthin und vielleicht sehen wir dort auch, wo es die Waffe gibt. Weil wir hätten ja hier noch Kriegswaffen. Gucken wir einfach mal im System.
wird hier hoffentlich keine solche Odyssee geben wie beim Bier. Da haben wir jetzt hier irgendwas auf dem Einkaufszettel, das nicht legal ist. So, auf nach Gupta City. Aufschwungberichte. Also Kriegswaffe, die kriegen wir aber bestimmt im Militärgebiet, oder? Bestimmt. Bestimmt, da müssten wir uns einfach im Militärsystem. Ja, wir gucken es erstmal da, ob man die dort überhaupt verkaufen kann. Oder ja, was man da im Warenmarkt sehen. Vielleicht gibt es sie auch dort. Kann man nicht wissen, wenn wir. Wer nicht tödlich war, der hat vielleicht auch andere. Oh, was? Omniscia's Leftovers. Da wurde man nicht hin. Wie sieht es denn hier aus? Moderate Anzahl an Träger. Na, obwohl, das sind einige. Das sind 3, 3, 4. Nur einer. Boosted. Oh, Lika Beer Wine. Der macht's richtig. Getränkehandel auf dem Carrier. Wunderbar. Wunderbar. Ach komm, da fliegen wir einfach so hin. Da soll der Landecomputer regeln und währenddessen müssen wir uns noch was angucken. So, wo sehen wir das? Ja, mach das erstmal. Systemübersicht. Wirtschaft, Hightech, okay. Oh, Hightech kann aber bestimmt Kriegswaffe haben. Das halte ich jetzt nicht so für unwahrscheinlich. Ansonsten müssten wir halt gucken. Militär der Hightech, zum Beispiel hier in Samini. Militär war weit weg. Ah ne, gar nicht. Luhmann 16. Das könnte es auch geben. Oh, rote. Rote Landeanzeige. Interessant. Das sieht interessant aus. Okay.
Warenmarkt. Wir brauchen nicht tödliche Waffen. Na ja, gut, zumindest 54. Ja, die haben auch genug. So. Wo gibt's hier normale Waffe? Kriegswaffe oder was das war? Gibt's ja nicht. Kriegswaffen. Tja, das ist noch nicht immer hier drauf. Das soll man wirklich mal in eine Militärdings fliehen. Das könnte man machen. Luhmann. Was ist denn hier ein Luhmann? Da gibt es nur komische Stationen. Was? Ist das da? Ah? Ah, okay, das wurde umgedreht. Heisenberg-Kolonie. Das soll immer da. Was ist denn das? Samini. Ist auch nur ein kleines. Santi. Da waren wir noch gar nicht. LHS. Ja. Ja, sollen wir hier mal hin? 203. Ja, das Militär. Wir probieren es einfach mal. Bin gespannt, wie viele Schiffe uns hier abfangen. Es wundert mich aber, dass man das gar nicht angezeigt kriegt im Markt. Gute Kriegswaffe, das ist wirklich illegales Zeug. Ja. Oh, kommen wir da überhaupt hin mit einem Sprung? Ja, komm mal, wunderbar. Kriegswaffen. Da gibt es die nur in Systemen, wenn der Krieg ist. Wie kann ich mir denn vorstellen? Die brauche das doch dann. Militär. Das muss so sein. Wer hat so eine Kriegswaffe? Okay, Sol. Bei der Amis lande. Die haben genug. Ob sonst ein bisschen was davon abgehört? Ich komme nur auf dem Radar. Ist so fast in einer Kette. Stehen die Planete. Oder die Dinge. Wo ist denn unser Einstiegspunkt? Ach, da hin. Okay. Ansonsten müsste man halt mal schnell Inara bemühen. Gibt's die nur beim Imperium?
Ich kann mir vorstellen. Die können wir vielleicht die Todesstern kaufen, aber. One five, da ich gerade hier die Orientierung verliere. Mach du Mo. Ach du Hunde. So, dann gucken wir mal. Nö, Warenmarkt. Abfall, Chemikalien, Industriematerial, Metalle. Ist hier gar nicht. Das ist hier. Das ist hier auch nur Nemo aufgeführt. Und das wundert mich jetzt. Okay, dann müssen wir schummeln. Was heißt Schummel? Kriegswaffen. Ich guck mal kurz. Inara Commodities. I want to buy. Weapons. Battle Weapons bestimmt. Okay, da ist was. Grenchcode Docken Abi. Okay. Moment. Abi. Föderation Industrie. Okay. Da waren wir noch nie. Ja, okay. Wenn Inara das sagt, wird es wohl stimmen. Das gibt es das denn wirklich nur bei Industrie? Okay, gut, ich meine, ja, die stellte das her, aber. Mich jetzt echt mal interessiere, oder ist das in deinem ganzen System nicht legal und deshalb wird es nicht angezeigt? Naja, dann machen wir es erst mal das Abi. Ich hoffe, wir brauchen kein Abi-Motor, wenn wir dorthin wollen. Ist unser Abi-Motto halt Abia bitte. Oh mein Gott. So, Kretschko Dingens Kirchens bestuhl das eventuell. Ja, Kretschko Doc. War gar nicht so weit entfernt. Das ist gut. Ja, noch. Okay. Loki's Bierwolf.
Wo ist denn der Einstiegspunkt? Okay. Alles gut, passt so. Federal Starport. Die Werbung steht auf dem Kopf. Furchtbar. Werden die dort angebrungen? 11, direkt ohne. Darf die Computermauer. Ich will die auch sehr Spaß haben, sonst wäre ich beleidigt. Dir würde ich es heißen, da unterm Hintern machen, das glaube ich nicht. Achso, Moment, wir wollen hier was einkaufen und abgeben. Vielleicht wartet auf uns. So. Warenmarkt bitte. Maschinen, Medikamente, Metalle, Kriegswaffen. Tatsächlich. Und das ist wahrscheinlich das Missionszeichen. Okay. 36. Ja. Okay. Und dann haben wir jo alles eingekauft. Plotten wir unsere Route zur Boston Base. Zwei Sprünge haben wir. Mhm. Ist ja der Vorteil hier, da müssen wir noch nicht immer einen VSS-Scan machen oder so. Da können wir einfach durch. Was meint die jetzt damit? Access Corridor ist green in dem Sinne, dass der wirklich grün ist, dass wir auf der grünen Seite raus müssen? Oder in dem Sinne, dass ist green, also ist frei? Hätte können momentan beides zutreffen. Oh, da kommen wir heute noch relativ pünktlich an. Ein Vakzin dazu an die News. War nur eine kleine Odyssee diesmal. Ich freue mich wirklich, wieso man die Kriegswaffe dort nicht angezeigt kriegt beim Verkauf. Ich kann mir das nur so erklären, dass es in dem System illegal ist und. Oh, aber dann dürfte die uns ja gar nicht scannen. Oh. Nun ja. Nee, wir kriegen nichts angezeigt. Ach doch, ohne illegale Fracht. Ja, illegale Fracht in dem System, aber bei Barnard Stern. Das wäre so meine endliche Erklärung, dass es nicht so ganz legal ist und dass deshalb nicht im Warenmarkt dort verkauft darf. Legale Fracht, ja. Deswegen ist es wohl so. Was passiert denn das eigentlich, wenn die uns scannen? Kann ich nur Kopfgeld, kann ich nur Strafe geben, oder? Ach cool, guck mal, hier ist ein Planet direkt am Stern. Interessant. Keine Feindwarnung, alles gut.
Naja, in dem Fall würde ich sagen, gucke mal, dass wir gleich in die richtige Richtung auf die Station fliehen, dann können wir relativ schnell rinfliegen, denke ich. Noch ist ja alles ruhig. Außer die Funksprüche von dem Kreuzfahrtschiff. Sie kennen Major. Das ist in Ordnung so. Ein Kampfbereich ist hier. Okay. Was ist denn hier los? Kennt man gar nicht vom Bahnarztstern. Kaub sind wir mal ein paar Jahre nicht da. Ist hier die Hölle los? Es geziemt sich aber nicht. So, sehr schön. Wollt noch niemand was scannen? Das ist gut. Es müsste hier immer noch so sein, wenn man in die Station ist, ist es egal. Außerhalb ist böse, aber in die Station ist es völlig egal. Oh, da war ein bisschen zu weit. So, wunderbar. So, Kriegswaffen. Was nehmen wir dann? Modifizierte integrierte Firmware. Haben wir da überhaupt Platz? Ja, da haben wir Platz davor. Das brauchen wir, glaube ich, gar nicht, aber ich glaube, wir nehmen es mal und dann haben wir es. Das bisschen Geld, was es da gibt, das haben wir beim Explorer doppelt und dreifach, kriegen wir das. Ah, ach so, das da haben wir dann jetzt wahrscheinlich voll. Ne, gut, dann nehmen wir hier das Geld. Ruf brauchen wir hier nicht. Da haben wir genug, denke ich. Ja, mit denen sind wir schon verbündet. So, wunderbar. Haben wir das gemacht. Sehr schön. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal noch zweimal müssen wir uns die Zeit vertreiben. Und dann ist das Update da. Dann können wir uns interessante Sachen angucken. Ja, insofern werden wir noch ein paar Missionen machen, denke ich. Und bis zum nächsten Mal dann. Bye bye.